Zeitung NZZ in Berlin, kommt aus Österreich, hat an der Uni Wien Rechtswissenschaften und Kunstgeschichte studiert, war von 2014 bis 2017 Referentin für Verfassung und Menschenrechte im Parlamentsclub von NEOS. Also Parlamentsclub ist mit einer deutschen Fraktion vergleichbar. Und NEOS ist unsere liberale Partnerpartei. 2017 gehörte sie zum Gründungsteam von Addendum, einer österreichischen Medien- und Rechercheplattform, seit 2019 im Berliner Büro der NZZ. Und wenn ich richtig gelesen habe, ab Juni diesen Jahres wechselt sie als Chefreporterin zur Welt. Beiden ein ganz herzliches Willkommen, schönen guten Abend und danke, dass Sie sich bereit erklärt haben, heute hier mit uns zu diskutieren. Ja, es war schon angesprochen von Markus Müller, das Thema gendergerechte Sprache, das elektrisiert, zum Teil polarisiert es auch. Wir haben es ein Stück weit im Vorfeld in den sozialen Medien gesehen bei der Ankündigung dieser Veranstaltung. Es gab schon rege Diskussionen und die sind durchaus erwünscht. Also Ihre Fragen gern unter dem F&A-Button stellen. Wir wollen hier eine kultivierte Debatte führen. Dazu gehört auch Respekt vor der anderen Meinung zu haben. Eigentlich ist es selbstverständlich, aber heute muss man es manchmal dazu sagen. Frau Schmalack, mit Ihnen möchte ich gerne anfangen. Sie sind jetzt Leiterin des Newsdesks, was so eine Nachrichtenredakteurin, Newsredakteurin bei einer Tageszeitung ist. Ich glaube, das können sich die meisten von uns vorstellen. Sie waren aber vorher auch Genderredakteurin. Wie sieht der Arbeitsalltag einer Genderredakteurin aus? Naja, der Arbeitsalltag einer Gender-Redakteurin sieht nicht anders aus als der Arbeitsalltag einer Politikredakteurin oder einer Wirtschaftsredakteurin oder eines Sportredakteurs. Also es gibt Themen, die die Gender-Redakteurin bearbeitet, die hat sie auf dem Schirm und dann bleibt sie mal dran. Und dazu zählt unter anderem die Sprache, dazu zählen Familienthemen, dazu zählen andere Gender-Themen. Also die Palette ist ja da sehr breit. Aber der Alltag einer Gender-Redakteurin unterscheidet sich speziell nicht von dem anderen RedakteurInnen, Achtung gegendert, einer Tageszeitung oder auch einer Wochenzeitung. Wo ist denn die Abgrenzung zur Familienredakteurin? Naja, Zu der Genderredakteurin? Familie zählt im weitesten Sinne mit dazu, weil da werden ja auch also Probleme, Themen verhandelt wie Männer, Frauen, Rollenbilder. Also Familie an sich ist ja auch ein Kampffeld, die Familie. Wie muss Familie aussehen? Ist Familie offen, ist Familie eng? Also die Definition, die ist ja auch da nicht ganz eindeutig, weil die einen verstehen Familie als kleine Keimzelle von Vater, Mutter, Kind oder zwei Kindern, drei Kinder. Für andere ist eine Familie binational, Geschlechtervielfalt herrscht da, da gibt es adoptierte Kinder, da gibt es Pflegekinder, da gibt es die sogenannten Beutekinder, also die von Ex-Partnern mit dabei sind. Also es ist ja alles sehr bunt und das ist ja auch ein Gender-Thema, deswegen Familie. Okay, Frau Schneider, jetzt ist schon das Stichwort Rollenverständnis gefallen. Die Taz ist ja auch dafür bekannt, sehr bewusst zu sein beim Thema Genderpolitik und für die Gleichstellung für Frauen zu kämpfen. Eigentlich kämpft die Taz auch für Sie. Finden Sie das persönlich gut oder haben Sie eine andere Meinung dazu? Ich glaube, dazu müsste ich mich einem Kollektiv unterordnen und das möchte ich nur ungern. Also ich tue mir schon schwer, damit zu sagen, das ist für alle Frauen und deswegen müssten auch alle Frauen irgendwie pro Gendern sein oder pro Ding. Also ich finde das sehr schwierig und das muss jede Frau für sich selbst entscheiden können. Das ist dann ja irgendwie auch der Feminismus, den ich vertreten würde, dass jede Frau sich, ob sie jetzt gendert oder nicht, aber dass sie es auf jeden Fall selbst entscheiden kann. Also na, finde jetzt nicht, dass die Taz Politik oder Journalismus für mich macht, aber hands down, ich lese nicht nur gern Frau Schmollack, sondern generell gern die Taz, weil eben, wenn man sich mit Dingen auseinandersetzt, dann sollte man schon auch irgendwie alle anderen Meinungen dazu gelesen haben. Und das ist ja komplett legitim, zu anderen Schlüssen zu kommen, wenn man es irgendwie logisch argumentiert. Ja, einer der großen Diskussionspunkte ist ja, prägt eigentlich das grammatikalische Geschlecht, sag mal, die Wahrnehmung über biologische Geschlechter? Das ist ja am Ende der Kern der Debatte. Also verändert Sprache Bewusstsein, Wahrnehmung und am Ende vielleicht sogar Verhalten. Teilen Sie diese These oder nicht? Also ich jetzt nochmal, oder? Ja. Ja. Na, das teile ich nicht. Ich glaube nicht, dass grammatikalische Sprachänderungen irgendwelche Auswirkungen auf das gesellschaftliche Leben haben. Also ich habe das eh vor kurzem mal irgendwie so formuliert, das Sein schafft die Sprache und nicht umgekehrt. Also diese Kausalitätskette kann man so nicht unterbrechen. Also ich verstehe das Anliegen dahinter total, aber durch diese krampfhafte Sichtbarmachung eines Geschlechts in der Sprache lenkt man eigentlich nicht nur davon ab, was wirklich in diesem Text steht. Also es kann mir niemand erzählen, der einen durchgeschriebenen Text liest und da kommt plötzlich ein
Binnen-I, Doppelpunkt, Sternchen etc., dass man da nicht hängen bleibt, kurz. Also man wird irgendwie ständig daran erinnert, huch, es gibt ja auch Frauen. Und das finde ich irgendwie schwierig. Und das zementiert eigentlich die Unterschiede, die es gibt, noch schlimmer, als es sie auflöst. Und ich würde mir eigentlich wünschen, dass nicht nur Kritik an diesem Ding kommt aus der wirklich rechten Ecke, weil da machen sie sehr viele sehr einfach. AfD zum Beispiel, die dann so plumpe Wörter wie Gender-Gaga vor sich hertreiben, die finde ich komplett unnötig. Also damit muss man einfach nicht argumentieren. Aber grundsätzlich da irgendwie kritisch zu sein, heißt nicht, dass man irgendwie rechts ist oder dass das irgendwie was Reaktionäres oder Konservatives ist. Also ich sehe mich alles andere als konservativ und habe trotzdem meine Probleme damit, weil ich nicht finde, dass das irgendwie was zur Gleichberechtigung übrigens beiträgt. Für Gleichstellung bin ich sowieso nicht. Frau Schmollack, Sie haben innerlich wahrscheinlich schon ein bisschen den Kopf geschüttelt. Sie sind anderer Meinung, vermute ich. Ja, ich wollte gerade sagen, es wird Sie nicht verwundern, dass ich da gerne widerspreche. Natürlich prägt Sprache das Bewusstsein. Es gibt mehrere Studien, also nicht nur zwei, drei, sondern einen Haufen Studien mittlerweile, die genau das belegen. Das hat man zum Beispiel an Kindern gemacht. Also man hat Kindern Bücher vorgelesen oder Kindern Geschichten erzählt. Und wenn da zum Beispiel von einem Bauer die Rede war, der die Hühner gefüttert hat, oder von einem Feuerwehrmann, der das Feuer gelöscht hat, dann haben die Kinder, die jetzt erstmal nicht gendergeschult sind, kleine Kinder, wir reden vom Kindergartenalter, die haben mit diesen Debatten ja gar nichts zu tun, dann haben die am Ende gedacht, ah ja, okay, also der Bauer, es ist immer ein Mann, der die Hühner füttert, und es ist auch immer ein Mann, der das Feuer löscht. Die kamen also nicht von vornherein auf die Idee, dass also Feuerwehr Frauen auch existieren oder auch Bäuerinnen, die Hühner füttern können. Also das ist, weil soweit sind wir natürlich in unserer Sprache schon, dass wir zwischen Männern und Frauen sprachlich unterscheiden. Das heißt ja Bäuerinnen und Bauern oder ein Lehrer und eine Lehrerin, das haben Kinder schon geschnallt. Und wenn man sie dann füttert, in Anführungsstrichen, mit der männlichen Form, dann denken die, ah, da sind eben nur Männer dabei. Und es hat natürlich auch noch eine andere Ebene, dass also Sprache natürlich ist ein offenes System und die verändert sich natürlich auch. Und unsere Gesellschaft hat sich verändert, die ist geschlechtergerechter geworden, sie ist immer noch nicht, natürlich nicht gleich für alle Geschlechter, also die Gleichstellung ist noch lange nicht erreicht. Und das muss natürlich Sprache auch abbilden und das bildet sie natürlich auch zum Teil ab. Also dadurch, dass wir ja in der Sprache auch gendern. Also ich gendere, also wir haben es gerade auch im Vorgespräch gehabt, ich sagte die ZuschauerInnen und der Deutschlandfunk, der gendert mittlerweile in der Tagesschau und in den Tagesthemen wird gegendert, im ZDF wird gegendert und letztens habe ich es, glaube ich, sogar im Tatort gehört, da wurde gegendert. Darf ich mal ganz kurz nachfragen, ich erlebe das ja auch im Medienkonsum, aber glauben Sie, dass die Redakteurinnen und Redakteure, das nenne ich mal beide, in der Alltagssprache, wenn sie sich privat unterhalten, auch gendern? Das weiß ich natürlich nicht, das keine Ahnung, aber ich kann für mich sagen, das ist wirklich lustig und da kann ich Ihnen gleich noch eine Anekdote erzählen, dass ich das privat auch mittlerweile mache. Also für mich sind RedakteurInnen RedakteurInnen und so spreche ich auch. Und in meinem privaten Umfeld, in dem jetzt nicht alle die absoluten GenderkämpferInnen sind, kann man so nicht sagen, aber das hat sich irgendwie durchgesetzt und als ich diese Form RedakteurInnen oder was ich LeserInnen zum ersten Mal gehört habe, ist lange her. Da habe ich mich mit einer Sprachwissenschaftlerin unterhalten, die sagt, ist doch ganz einfach, das einfach zu sprechen und alle Geschlechter mitzumeinen. Also nicht nur das Binnen-I und das ist mal so kompliziert, wie spricht man Binnen-I, kann man nicht sprechen. Und dann sagt es doch ganz einfach, sag doch einfach LeserInnen. Aha, okay. Klang für mich damals irritierend. Und dann bin ich so in mich gegangen, muss ich mich erst mal dran gewöhnen. Und am Ende des Tages war es total einfach. Und jetzt ist für mich total normal. Und für viele Taz-RedakteurInnen auch. Und selbst in meinem privaten Umfeld, obwohl das, wie gesagt, nicht unbedingt genderaffin ist. Okay, jetzt kommen auch schon die ersten Zuschauerfragen herein. Die erste, man spricht von Familienvater und nie von Familienmutter und gendert hier auch nicht. Wie sehen Sie das? Würde ich an Sie beide richten? Frau Schmoller, vielleicht zuerst dann gerne, Frau Schneider. Ja, dieses Familienvater, das ist halt auch so ein Begriff, der aus einer Zeit stammt,
in der Gendersprache natürlich überhaupt nicht up-to-date war. Also da wurde gar nicht darüber gesprochen. Und da hatten wir auch ein anderes Familienbild. Also dieses, der Vater ist der Beschützer der Familie, der Verdiener und so, muss ich es gar nicht ausführen. Sie wissen, was ich meine. Und aus dieser Zeit stammt das natürlich. Und da spielte die Mutter natürlich diese fürsorgende Rolle, die in der Öffentlichkeit gar nicht so wahrgenommen wurde. Und ich glaube, über diese Zeit sind wir auch lange hinaus. Und ich, also ich weiß gar nicht mehr, wer noch so von Familienvater spricht, wenn wir über Familie reden. Also in meinem Umfeld nicht. Okay, Frau Schneider. Da würde ich Frau Schmollack total zustimmen. Ich glaube, dass, wenn man jetzt anfängt, irgendwie so wirklich Wörter, wie sie halt eben damals gebraucht wurden, eben der Vater ist der Versorger und deswegen Familienvater, so jetzt auch krampfhaft umzudrehen, zu sagen, es muss aber jetzt auch eine Familienmutter geben, am besten gleich in Duden schreiben, das finde ich einfach kontraproduktiv. Und das ist aber auch meine Meinung zu Gendern generell und was auch ein Problem ist, wie ich finde, dass eben Sprache verändert sich. Genau dieses Wort Familienvater, ich glaube, das wird einfach sterben. Also sehr viele Wörter sterben einfach, weil man sie nicht mehr braucht, weil sie ja keinen angemessenen Ausdruck mehr, also keinen angemessenen Ausdruck mehr dafür sind, was man eigentlich sagen will oder so. Und das ist ja beim Gendern eigentlich gerade nicht so. Also das passiert nicht natürlich. Man eben, entweder man, wie Frau Schmollegger meinte, man trainiert sich selbst an, was zumindest am Anfang sicher ein bisschen Überwindung ist. Oder man kriegt es dann quasi vorgesetzt. Und sehr viele Leute kriegen es halt vorgesetzt. Und die weiß, das ist auch schon alte Leier, aber sehr viele Menschen können damit halt echt noch gar nichts anfangen. Irgendwie war ja auch die Überschrift in unserer Runde jetzt, ob das eine Elitendiskussion ist. Ja. Ich glaube inzwischen nicht mehr wirklich, dass es eine reine Elitendiskussion ist, weil, ich meine, es ist schon grundsätzlich eine Uni- und Journalistendebatte und in der Blase leben wir halt, klar. Aber naja, was produzieren wir, was Menschen am Ende konsumieren? Also entweder eben Politik oder Medien. Also insofern. Aber gleich mal nachzuhaken, die nächste Frage dreht sich genau darum, ob das jetzt eher eine Eliteneinstellung ist, die Sprache zu nutzen oder ob es zukünftige Alltagssprache ist. Wie schätzen Sie das ein? Im Moment hat man den Eindruck, eher von den höher gebildeten Vorbildern, Journalisten, Politiker nutzen das. Redet die in Anführungsstrichen normale, also die breite junge Generation genauso? Oder was ist Ihr Eindruck? Wenn Sie sich mal außerhalb der, ich würde sagen, Politikblase, aber ist dann vielleicht die journalistische Blase bewegt? Na, solche Sprachveränderungen kommen natürlich immer zuerst aus dem akademischen Raum. Das ist ganz klar. Sowas beginnt in den Unis. Da gibt es auch ja die ersten Vorschläge oder gab es damals die ersten Vorschläge zu gendergerechter Sprache. Klar, da ist es erstmal auf dieser akademischen Ebene. Aber ich glaube, dadurch, dass es mittlerweile so viel diskutiert wird und so breit diskutiert wird, hat das mittlerweile einen größeren Raum eingenommen. Und wenn ich mal an Marlies Krämer erinnern darf, vielleicht kennen die noch, also kennt den Namen noch jemand. Das ist eine alte Dame, mittlerweile glaube ich, also die war damals 80, als sie das gemacht hat, also das einen Kampf gegen die Sparkasse angestrebt hat, weil sie in den Formularen immer als Kunde angesprochen wurde. Und sie dachte mal, ich bin aber eine Frau, ich bin doch die Kundin, ich möchte nicht Kunde sein. Und dann hat sie das wirklich sehr, sehr weit getrieben bis zu Gerichtsentscheidungen. Und die ist ja heute dann, glaube ich, 83, und der kann man nun wirklich, also der kann man wirklich nicht anheften, dass sie mit diesem Gender-Diskurs irgendwie groß geworden ist oder dass sie darin sich aufgehoben fühlt. Klar, kann ich mir nicht vorstellen, aber die sagte, nee, ich bin Kundin. Und das muss die Sprache auch abbilden, dass ich eine Frau bin. Und ich bin eben kein Kunde. Aber es ist dann eben kein akademischer Diskurs mehr. Entschuldigung. Es ist ja gut, dass wir den Widerspruch haben, Frau Schneider. Es ist super spannend, dass Sie das aufbringen, weil tatsächlich hat diese Dame ist ja bis zum Bundesverfassungsgericht geschafft. Ja. Genau. Nur der Witz ist, das Bundesverfassungsgericht hat dann in seiner Coolheit festgestellt, dass das generische Maskulinum für alle Geschlechter zu verstehen ist, alle natürlichen. Also ich bin jetzt nicht so weit zu gehen, zu sagen, gendergerechte Sprache oder gendergerechte Sprache ist irgendwie verfassungswidrig, aber das Bundesverfassungsgericht hat da eben in schöner Klarheit einfach gesagt, so, das generische Maskulinum meint halt alle mit. Und diese Position fehlt mir eigentlich in dem Diskurs am meisten. Also es gibt keine Partei, und das meine ich nicht politisch, die einfach sagt, wer bemüht sich denn darum, dass eben Kinder gar nicht anfangen nachzudenken, ob das problematisch ist, sondern dass man ihnen einfach von Anfang an erklärt, du bist mitgemeint, egal wie es ist. Also das ist nicht als komplett negativ verteufelt zu schauen, können wir das irgendwie gerechter gestalten, aber ist doch schöner, wenn die Sprache so objektiv bleibt, dass man immer alles reinterpretieren kann. Weil jetzt ist es so, dass Frauen sich mitgemeint fühlen. Was ist, wenn wir in 2 Jahren darüber diskutieren, ob sich irgendwie andere Minderheiten nicht in der Sprache repräsentiert fühlen? Was macht man dann? Also das ist so ein
das ist die Büchse der Pandora, die man da irgendwie öffnet mit diesem, mit diesen ständigen Veränderungen. Und gerecht ist eh auch immer so eine Frage. Ich weiß nicht, ob man mit Sprache irgendwie Gerechtigkeit schaffen können sollte. Also das ist, hat irgendwie was sehr Obrigkeitsmäßiges für mich. Ja, wie ist das beim Thema Fahrgast im Zug, wo wir ja alle, wenn wir Zugfahrgäste vor Augen haben, wahrscheinlich der Meinung sind, das sind alle Geschlechter unterwegs. Fühlt man sich da ausgeschlossen, wenn man als Frau im Zug sitzt, oder verändert sich da auch was im Bewusstsein, Frau Schneider? Darf ich nochmal ganz kurz auf Frau Schneider reagieren? Das würde ich ganz gerne machen. Also weil Sie sagten, kommen noch andere Minderheiten, dieses, also zum Beispiel ZuschauerInnen, diese Pause dazwischen, das ist ja so clever und so klug und so charmant, weil eben das alle Geschlechter mitmeint. Also das ist also dann offen und da schließe ich dann auch niemanden mehr aus. Und weil Sie auch das Bundesverfassungsgericht angesprochen haben, das hat natürlich auch 2017 ein anderes Urteil gefällt, dass man nicht männlich, weiblich, divers, also das, also der Personenstand gar nicht mehr auf diese zwei Geschlechter, also nicht mehr binär, sondern auch non-binär. Es wurde also auch erweitert. Also da ist das Bundesverfassungsgericht auf eine andere Weise modern gewesen in der Rechtsprechung. Absolut. So, jetzt waren wir nochmal beim Fahrgast stehen geblieben. Ob ich mich repräsentiert fühle durch Fahrgast? Ja, ich finde es natürlich. Ich fühle mich übrigens auch angesprochen, wenn man zu mir sagt, Bürger oder Wiener, ich weiß es nicht. Also ich finde das eigentlich sehr charmant sogar. Und immer dieses Betonen und Bestehen drauf, das ist für mich so eine versuchte Sexualisierung der Sprache, die einfach, finde ich, sehr unnötig ist. Also ich wünschte mir, es wäre egal. Und das wäre irgendwie das Ziel, darauf hinzuarbeiten. Anstatt sich daran abzuarbeiten, zu schauen, eben, warum heißt es noch Familienvater? Wir müssen jetzt Familienmutter auch noch einführen. Also das wirkt so krampfig und unnötig, ja, sexualisierend, wie gesagt. Okay, unsere nächste Frage von einem Zuschauer erinnert daran an die Regel, die der Rechtschreiberat aufstellt und die Schreibweisen wie zum Beispiel mit Unterstrich als nicht zulässig erklärt. Frage an beide, wie sehen Sie das, überlebt sich das oder muss man sich an die Regeln des Rechtschreiberates halten, damit es doch noch zu einer Einheit oder einer gewissen Einheitlichkeit der Sprache bewahrt wird? Naja, ich sage ja immer, also Sprache ist ein offenes System und wir haben, also die hat sich ja auch verändert. Also wir schreiben ja zum Beispiel auch nicht mehr, was hört mir da ein, so Tür mit TH hat man früher mit TH geschrieben, schreibt man auch noch ohne H, also mittlerweile ohne H, hat sich durchgesetzt. Es gab ja in den vergangenen 30 Jahren mehrere Rechtschreibreformen, da ging es natürlich um Kommasetzung und das ohne SZ, jetzt mit Doppel-S und so. Also es gab diverse Änderungen und auch da wird es eine Änderung geben, bin ich mir ziemlich sicher, obwohl die Duden-Redaktion heute leider nicht mit dabei sein kann, ist ein bisschen schade, aber der Duden hat eben auch eingeführt, dass es eben den Arzt und die Ärztin gibt und den Bauarbeiter und die Bauarbeiterin. Und vorher gab es eben nur die männliche Form. Und Sprache ist zwar ein offenes System, aber auch ein System, was sich sehr langsam verändert. Und bis bestimmte Dinge normal sind, das dauert halt einen Moment. Und also ich bin da immer ganz entspannt und denke, alles hat seine Zeit und am Ende wird alles gut werden, um mit Horst Seehofer zu reden. Frau Schneider, wird alles gut. Das war ja gar nicht Seehofer, das war alles gut, Entschuldigung. Ich bin eher pessimistisch, ich glaube nicht, dass alles gut wird, also in meinem Sinne. Im Frau Schmollack-Sinne wird wahrscheinlich alles gut. Aber das ist irgendwie so ein Paradox, oder einerseits zu sagen, die Sprache ist offen und entwickelt sich, aber man will ja dadurch ganz harte Regeln geben. Und eben, das ist ja genau das Problem, das hier passiert, dass es nicht natürlich ist. Also eben, dass das Haar aus Tür verschwindet und so, das sind so Erleichterungen, oder, in der Schreibweise. Aber das wäre einfach eine ganz krasse Änderung von allem. Also, und da meine ich jetzt eben nicht zu sagen, es gibt Bauern, Bäuerin, das sind ja noch, das finde ich noch tatsächlich was anderes, als überall eben mit, wie auch immer, Binnen-I oder Unterstrich, wie auch immer, durchzugendern. Also das ist schon ein harter Eingriff in die Sprache. Und ich glaube, dass das sie insofern zuspitzen wird, dass es noch immer den Teil der Bevölkerung gibt, die sich damit wirklich nicht auseinandersetzen und die das eben nur im Fernsehen sehen, weil es eben ja die Tagesschau und so weiter auch macht, zum, glaube ich, nicht sehr großen Gefallen sehr vieler. Und den Teil, die eben studieren und Journalisten sind und vor allem eben auch größtenteils politisch links. Und das wird sich sicher zuspitzen. Und irgendwann wird dieser Vorschlag von irgendeiner politischen Partei gemacht werden. So ändern wir das, machen wir irgendwie Rechtschreibreform, bla bla bla. Und dann wird man es ausstreiten müssen. Und dann geht es nur mehr um politische Mehrheiten. Aber ich fürchte, das ist, und diesen Begriff mag ich schon gar nicht mehr, dieses Gesellschaftsspalten. Aber das ist schon auch so ein Thema, das finde ich auch unnötig, daran eben sich aufzuspießen. Das
könnte man irgendwie eleganter lösen, glaube ich. Also ich glaube gar nicht, dass Parteien die Macht haben, also Sprache oder Sprachgesetze aufzustellen. Das glaube ich gar nicht. Also wenn, dann werden das Institutionen machen wie Sprachräte oder auch die Duden-Redaktion. Sowas wird, glaube ich, also die Debatte gibt es ja schon und die wird auch noch ein bisschen weitergehen. Und ich finde auch gut, dass sie weitergeht. Und ich bin auch ehrlich gesagt auch dagegen, dann so Gesetze aufzustellen. Also man muss jetzt so sprechen. Das ist auch nicht meins. Also wenn Sie jetzt, Frau Schneider, sagen, Sie sind eben der Fahrgast und Sie sind der Journalist, dann sollen Sie das sein. Also bitte. Also wer bin ich denn, dass ich Ihnen oder wem auch immer das vorschreiben möchte, wie Sie oder er zu reden hat, um Gottes Willen. Ich rede eben anders. Und für mich sind eben ZuschauerInnen ZuschauerInnen. Oder manchmal verwende ich auch beide Formen, die ZuschauerInnen und die Zuschauer. Also das ist, aber das eine Wort ist eben kürzer und geht schneller und ist auch irgendwie charmant. Aber natürlich geht es nicht darum, irgendjemand was aufdoktorieren. Und wenn ich mal kurz einen kleinen Schlenker zur Taz machen darf. Bei der Taz ist es auch so, die ja natürlich für Geschlechtergerechtigkeit sich einsetzt und das auch immer wieder thematisiert und auch versucht, gendergerecht zu schreiben. Wir haben auch kein Gesetz, kein Redaktionsgesetz, wie jede und jeder von uns zu schreiben hat. Nö, also bei uns können alle schreiben, wie sie wollen und manche verwenden das Sternchen, andere das Binnen-I, andere den Doppelpunkt. Unterstrich macht schon keiner mehr, weil es irgendwie blöd aussieht. Also das sah immer blöd aus in der Zeitung. Manche verwenden beide Formen und dann gibt es immer noch auch ein paar Herren, die das generische Maskulinum verwenden. Ja gut, dann verwenden sie das. Dann haben sie einen Grund dafür und dann lassen wir das auch so stehen. Wir ändern nur, wenn in einem Text verschiedene Formen verwendet werden, dann passen wir das an, nach Rücksprache mit der Redakteurin und dem Redakteur, wie sie oder er das gerne hätte. Ansonsten, ja. Also Binnenvielfalt im Platz sozusagen. Ja, Vielfalt. Aber um das dann mal abschließend zu sagen, die Tendenz geht schon dahin, dass die meisten, es kommen ja auch ganz viele junge Leute rein und für die ist das total normal zu gendern. Also die stoßen sich dann, das ist neuer Aspekt ist, aber das muss ich jetzt noch sagen, weil das noch dazu gehört, die kommen dann mit so Vorschlägen wie, und das befremdet mich dann, Menschen mit Gebärmutter. Menschen mit Gebärmutter sind dann aber Frauen. Und es gibt auch Frauen, die haben aus medizinischen Gründen keine Gebärmutter mehr. Sind die keine Frauen mehr? Oder das hat es bei der Taz noch nicht gegeben, aber das habe ich letztens gelesen, dass man auch nicht mehr Muttermilch sagen soll, weil Muttermilch so... Die Diskussion kommt, glaube ich, aus England, ja. Ja, man soll dann Menschen, Milch stillender Menschen sagen oder Menschenmilch, also das finde ich total absurd. Also das, dagegen bin ich auch... Das geht Ihnen auch zu weit, okay. Da finde ich, da geht die Sprachrevolution ein bisschen zu weit. Okay, jetzt haben wir wirklich vom Namen her männlichen Zuschauer die Frage speziell an Frau Schneider, wo für Sie der Unterschied zwischen Gleichstellung und Gleichberechtigung besteht. Spannende Frage. Sehr schöne Frage. Also regelmäßig wird in ganz vielen, nicht nur politischen Programmen, sondern auch journalistischen Texten, irgendwie der Unterschied zwischen Gleichberechtigung und Gleichstellung nicht gemacht. Nur, das sind eigentlich komplett konträre Begriffe, weil während Gleichberechtigung darauf schaut, dass jeder dieselben Chancen hat, um dasselbe erreichen zu können. Also wenn ich sage, ich will Gleichberechtigung von Mann und Frau, dann geht es mir darum, sie sollen, was auch immer sie machen wollen, erreichen können und sie müssen die Chancen dafür kriegen. Das ist Gleichberechtigung. Das bedeutet nicht, dass sie am Ende gleich sind, weil, was nicht, die Frau will Astronautin werden und der Mann Zuckerbäcker, dann sind sie nicht gleich am Ende, aber sie sind gleichberechtigt. Gleichstellung hingegen bedeutet, dass man Menschen eigentlich gleich macht, also im Sinne von, Quoten sind zum Beispiel ein perfektes Beispiel für Gleichstellung. Man schaut nicht mehr drauf, was ein Mensch eigentlich kann und was er ist und wie er denkt, sondern mehr, was seine äußeren Merkmale sind und bildet das dann 1:1 ab. Das ist dann absolute Gleichstellung. Deswegen, als sehr liberaler Mensch, überläuft mir immer ein kaltes Schaudern, wenn ich lese, wir sind erst glücklich, wenn alle wirklich gleichgestellt sind. Menschen sind einfach nicht gleich. Und das ist ein Fakt und das ist super so, weil wir sind Individuen und das hat nichts mit Gleichstellung zu tun. Also das ist ein absolut... ja, sozialdemokratisch-sozialistisches Motiv eigentlich, zu sagen, ich bin für Gleichstellung. Das hat mit liberalen Werten halt gar nichts zu tun. Okay, klare Meinung. Jetzt an Frau Schmollack eine weitere Frage. 30% der Bevölkerung sind laut Umfragen für das Gendern. Ist das eine Momentaufnahme oder glauben Sie, dass sich das verändern wird?
Naja, ich glaube, dass sich das noch verändern wird, dass das noch mehr werden wird. Also 30% finde ich ja schon wahnsinnig viel. Also wie lange reden wir denn über Gender-Sternchen? Wie lange reden wir denn über, dass Frauen beim generisch Maskulinum automatisch mitgemeint sind? Das machen wir noch gar nicht so lange. Also als das BIN-I aufkam, das war ja Ende der 80er, da war das eine Revolution. Und als ich das, ich komme ja aus dem Osten, und als ich das nach dem Mauerfall das erste Mal auf irgendeinem U-Bahnhof, irgendwo in Kreuzberg gesehen habe, da stand eine Berlinerin mit diesem BIN-I. Und ich war total fasziniert. Und ich dachte, wow, das ist ja total cool, dass man irgendwie auf so eine einfache Art und Weise Frauen und Männer damals, also die Transpersonen, die waren damals ja noch nicht so stark im Gespräch, wie sie es heute sind. Das hat mich, also das hat mich, wie gesagt, fasziniert. Das fand ich großartig. Und dann war eben jahrelang, ging es um das Binnen-I und diese neuen Formen, darüber reden wir ja erst seit ein paar Jahren und so. Und das nimmt halt Fahrt auf. Und ich finde, das ist doch gut so. Okay, klare Meinung. So, jetzt haben wir die nächste Frage, würde ich an Sie beide stellen. Wie bewerten Sie das generische Femininum als Alternative zum Genderstern? Müssen wir vielleicht mal kurz erklären, insgesamt, was das heißt? Das Wer generische möchte beginnen? ja. Also, also das generische Femininum ist für mich wie soll ich sagen, ein Oxymoron. Also es widerspricht sich eigentlich selbst, dieses Ding. Wenn man das generische Maskulinum nämlich ablehnt, kann man eigentlich nicht fürs generische Femininum sein, weil beides ist ja dann in dieser Ansicht eigentlich sexistisch. Also es ist auch unmöglich, dadurch irgendwie dann Gerechtigkeit herzustellen, weil das hat immer so ein bisschen einen Beigeschmack von Vendetta. So, jetzt hatten wir 21, also sehr lange Patriarchat und jetzt machen wir Matriarchat, so kommt das ein bisschen. Also das generische Femininum ist irgendwie das auf die Spitze treiben und schon. Aber tatsächlich nehme ich das nicht so oft wahr. Das verwenden echt nur Menschen in Texten, wenn sie es hart drauf ankommen lassen wollen und wirklich den Punkt machen, so wird es ausschauen, wenn es so wäre. Also kennen nicht so viele Leute, die das ernsthaft verwenden. Und wie gesagt, das übertreibt auch komplett den Gedanken dahinter. Also wir wollen nicht ständig von Straftäterinnen dann im Strafgesetz sprechen, Frau Schmaler, oder? Genau, Ja, so macht doch keiner. die Idee hinter dem generischen Femininum ist ja, dass, wenn wir jetzt mal Lehrerin nehmen, dass dann der Lehrer ja da schon drin ist. Also die Logik ist schon irgendwie klar und die ist auch nachvollziehbar. Aber ich bin auch keine Verfechterin des generischen Femininums. Also das, ja, das erscheint mir dann auch ein bisschen zu kurz gegriffen. Also mir gefällt ja, wie gesagt, das LehrerInnen, wie sagt besser. Ich habe es jetzt ja schon 100.000 Mal gesagt. Ich sage es auch gerne nochmal. Also das finde ich, also so zu sprechen und das auch so grafisch darzustellen, also mit dem Doppelpunkt, das erleichtert so wahnsinnig vieles. Und das würde auch diese Debatte eigentlich so ganz schnell beenden, weil dann sind wirklich alle mitgemeint. Und da muss man auch gar nicht so, da muss man sich auch nicht streiten. Ja, das ist dann offen. Okay, unsere nächste Frage. Ändert gendergerechte Sprache wirklich das Gedankengut oder schadet man mit der Diskussion nicht eher, weil auch diejenigen, die Gleichberechtigung bereits leben, einfach nur genervt sind? An beide. Wer möchte beginnen? Wollen Sie, Frau Schneider, oder Gerne, Sie können gerne beginnen. ja, also, naja, es ist so eine Wechselwirkung. Also, Sprache bildet einerseits die Wirklichkeit ab und die Wirklichkeit also verändert die Sprache. Insofern ist beides da. Also, ich finde schon, dass Darf ich an der Stelle mal ganz kurz nachhaken, wenn wir das Wechselspiel zwischen Sprache und Wirklichkeit sehen? Nehmen wir mal das Beispiel Bundeskanzler, also Bundeskanzleramt als Institution. Jetzt haben viele Leute als 16 Jahre eine Bundeskanzlerin erlebt. Das heißt, für sie ist es relativ normal, das kann eine Frau sein, die das Land regiert. Wir haben vorher das nicht ein Bundeskanzlerinnenamt umbenannt. Ist nicht am Ende das praktische Erfahren viel wichtiger für das Bewusstsein und die Wahrnehmung als eine rein sprachliche Anpassung? Naja, klar, also Sie sprechen es schon an. Also Kinder, die mit der Kanzlerin groß geworden sind, die es gibt ja so Anekdoten, dass dann die Kinder fragen, kann es auch ein Mann machen? Oder wie heißt eigentlich der Mann? Kanzlerin Mann? Also sie kommen gar nicht auf Kanzler, da merkt man wieder, wie Sprache auch das Bewusstsein prägt. Kanzlerin Mann fand ich wirklich sehr süß. Und wenn wir wieder mit dem Doppelpunkt reden, dann heißt es eben, und das verwenden die Grünen und das verwenden auch wir. Also ich habe es in einem meiner Texte verwendet, Kanzlerinnenamt oder Kanzlerinnenkandidatur. Finde ich nicht schön. Ist ein bisschen sperrig auf den ersten Blick, aber am Ende ist es gerecht, weil es alle Geschlechter mitmeint. Ist es gerecht, Frau Schneider?
ich finde, das hat eben mit Gerechtigkeit ganz, ganz wenig zu tun. Also ich glaube tatsächlich nicht, oder ich hätte auch keine Beweise dafür, dass eben, wie gesagt, grammatikalische Änderungen irgendwie das gesellschaftliche Leben wirklich beeinflussen. Also ich verstehe, was ja auch die Frage war, dass das Leute nervt. Ich verstehe, dass man davon genervt ist. Ich meine, ich führe diese Debatte einfach gern, weil ich finde auch einige Argumente dafür, so wie dagegen sprechen. Aber weil Frau Schmollack so oft betont auch, dass dann alle wirklich mitgemeint sind, nochmal, mir fehlt da die Position zu sagen, aber es sind auch so alle mitgemeint, weil das generische Maskulinum ist das Genus und Sexus, Unterschied. Also man musste schon, mir wäre lieber, man würde Menschen erklären, sie sind damit gemeint, als es komplett zu ändern und zu sagen, so, aber jetzt sind wirklich, wirklich alle mitgemeint. Das ist, also als unsere Sprache entworfen wurde, ich war nicht dabei, aber ich glaube nicht, dass man darüber nachgedacht hat, möglichst viele Menschen auszuschließen damit. Und das würde jetzt mal so unterstellen, wenn man das generische Maskulinum als das verwendet, was es ist, nämlich neutral. Darf ich da mal ganz kurz einhaken? Ja. Ja. Kurzer Replik. Ja, genau. Weil Sie sagen, alle sind mitgemeint. Das ist vor ein paar Jahren, ist schon ein bisschen her, war ich mit dem Linguisten Peter Eisenberg im ZDF Morgenmagazin. Und da ging es genau auch um gendergerechte Sprache. Und da hat die Moderatorin ganz spontan ist sie ins Publikum gegangen und hat gesagt, an wen denken Sie, wenn ich Sie jetzt frage, wer sind eigentlich die 10 besten Sportler? Und dann wurden aufgezählt, Fußballer, Rennfahrer, ich habe keine Ahnung, was waren es alles Männer, weil sie nach Sportlern fragte. Und da sind eben nicht Frauen mit gemeint, sondern, und das, also, da hat der Zuschauer, der da antwortete, eben auch genau auf die Frage geantwortet, was sind die 10 besten Sportler in ihren Augen? Naja, dann waren es Männer und da waren eben keine Sportlerinnen dabei. Toll. Vielleicht auch kontextabhängig, schreibt auch jemand, für mich ist das Gendern situationsabhängig. Bei einer Präsentation vor der ganzen Firma oder Nachrichten möchte ich alle ansprechen. Im Bekanntenkreis ist das anders. Frage an das Podium, wie sehen Sie das? Muss man unterscheiden, ob man in einer speziellen Situation ist, wo irgendwie klar ist, dass man alle meint, oder muss man in einem großen Kreis, wo nicht klar ist, wenn derjenige, der Person adressiert, dass der bewusst nur auf der einen Seite gendert und auf der anderen nicht. Das finde ich auch so eine Absurdität, dass man dann schon eben drüber nachdenken muss, spreche ich jetzt noch korrekt irgendwie? Also das hat irgendwie so einen moralischen Beigeschmack immer alles. Ich gendere und deswegen ist das, bin ich, ja, wie soll ich sagen, progressiv und gut. Und wenn ich es dann aber mal vergesse, dann muss ich mich vielleicht selbst schon schelten. Also das macht so viele Barrieren im Kopf, finde ich, dass es absolut unnatürlich ist. Also das wollte ich übrigens vorher noch sagen, Frau Schmollack. Ich finde es super, wenn Sie sagen, Sie machen das so und in Ihrer Redaktion entscheidet das jeder selbst. Das Problem ist ja eben nur mehr dann, wenn man es nicht selbst entscheiden kann. Und das Problem kommt halt aber leider auch, weil Sie haben das sicher auch mitbekommen, alle an der Uni Kassel hat ja jetzt offensichtlich einen Student, ich habe es nicht nachvollzogen, ob das wirklich alles so stimmt, aber wenn es stimmt, ist es schlimm, dass er einen Punkteabzug bei einer Arbeit bekommen hat, weil er nicht gegendert hat. Und ich bin in diesem Thema eben nämlich auch schon lang drinnen und ich kriege das mit und dass an anderen Unis auch immer mehr empfohlen wird, man solle doch gendern oder die Institute sollen in ihren Richtlinien aufnehmen, dass man gendern soll. Dann werden früher oder später dann Studenten dazu genötigt und da ist für mich auch eine Grenze erreicht, weil das kann nicht sein, dass man das machen muss, weil eben damit auch oft so ein Weltbild transportiert wird, das eben nicht jeder teilen muss. Ich finde eben als Liberaler zum Beispiel, will man vielleicht auch nicht gendern, aber weil man das eben auch nicht sieht, so den Menschen nicht sieht und die Sprache so nicht sieht. Und da wird man dann von der Uni dazu genötigt, das zu machen. Also da würde ich auch einen Aufstand machen, glaube ich. Ja, Frau Schmollack, vielleicht mal gleich dazu addiert, wenn ich zwischen unterschiedlichen Zeitungen wählen kann, kann ich mich natürlich entscheiden, ob ich die Taz kaufe, ob ich die NZZ lese. Wenn ich aber beispielsweise durch eine offizielle Stelle angeredet werde oder jetzt auch öffentlich-rechtlichen Rundfunk, wo er sehr konsequent mittlerweile in Nachrichten gegendert, kann ich es mir nicht aussuchen. Werden da nicht diejenigen auch unter Druck gesetzt, die es anders sehen? Naja, wenn ich Zuhörerin bin, dann, also beim Radio, beim öffentlich-rechtlichen Rundfunk, dann höre ich dann zu. Also ich kann, also da werden mir ja Nachrichten, da wird mir ja Inhalt geboten. Und wenn ich mich daran störe, dass da gegendert wird, weiß ich nicht, also wie es dann manchen Leuten geht, ob sie dann den Sender nicht mehr einschalten. Ist ja ihr gutes Recht, dann auszuschalten, weil ihnen die Genderei auf die Nerven geht, ja klar. Aber da wird ja erstmal, da wird der Zuschauer oder die Zuschauerin oder die Zuschauerinnen, um eine andere Genderform zu verwenden, die werden ja dann nicht gezwungen, so zu sprechen. Also das ist ja eher dann der Konsum. Und das mit der Uni, das ist ein bisschen kompliziert, also das finde ich auch ein bisschen fragwürdig, das gebe ich zu.
Also wenn jetzt meinetwegen jemand Sprachwissenschaft studiert und Gendern ist ein wichtiges, also gehört zum Curriculum, dann würde ich sagen, okay, also wenn er dann in einer Arbeit nicht gegendert hat, dann wäre es natürlich ein Punkt Abzug, aber darum ging es ja in dem Fall nicht. Das ist schon klar. Also Ja, und das jetzt ist. prüft, sorry, die Uni Kassel, das ist wieder noch spannend, oder? Weil die prüfen das irgendwie jetzt, also ob Ja. die das irgendwie machen dürfen. Dann Also. hat es ja sogar eine rechtliche Konsequenz. Dann ist es ja nicht mehr allein Wahrnehmung, sondern das halt führt wirklich zu Klar. einer Veränderung. Ja. Zu einer Konsequenz, die hat es. Jetzt haben wir eine Zuschrift im niederländischen Schwedischen. Also beide Sprachen kenne ich jetzt nicht. Wird nahezu ausnahmslos das generische Maskulinum genutzt. Es sei denn, es geht um das spezielle natürliche Geschlecht einer Person. Beides gilt als in Sachen Gleichberechtigung, beide Länder als deutlich progressiver als vielleicht Deutschland. Ist das jetzt, erzählt das was über uns oder zeigt das was über andere, die es anders handhaben? Also ich spreche auch weder Niederländisch noch Schwedisch. Ich weiß bloß aus dem Schwedischen, dass ja da auch die Frage nach dem Personalpronomen, also hon, glaube ich, für die Frau, han für den Mann. Und dann gab es ein Kinderbuch, wo sich der Kinderbuchautor fragte, wieso muss ich das immer so unterscheiden? Hat dann praktisch eine Form erfunden, die neutral ist und hen draus gemacht. Und das wiederum ist in Schweden mittlerweile sehr beliebt. Wie das jetzt im Alltag gesprochen wird, kann ich nicht sagen, weil ich kein Schwedisch spreche und auch selten in Schweden bin. Aber das, was ich weiß, ist, dass sich das irgendwie in großen Teilen der Bevölkerung durchgesetzt hat. Frau Schneider? Ich spreche leider auch beide Sprachen nicht, sehr schade, aber ich finde, das klingt zumindest sehr sympathisch. Also wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, dass Sie das grundsätzlich das generische Maskulinum verwenden und wenn es wirklich das andere Geschlecht gemeint ist, dann auch so. Ja, großartig, finde ich super, sollen wir auch machen, sollten wir. Also indirekt machen es vielleicht auch einige, weil, sag mal, wenn man sagt, man geht zum Bäcker, also ich höre selten, man geht zur Bäckerin, aber man erwartet natürlich oder stellt sich vor, dass immer der Verkaufstätige auch eine Frau steht. Also müssen wir uns da auch so in umgangssprachlichen Formen oder ich gehe zum Arzt, auch da sind ja ganz viele Ärztinnen, zu denen man am Ende des Tages geht, müssen wir uns da umstellen oder ist das was, was bleibt? Darf ich gleich darauf? Ich habe auf Ja, diese Frage gerne. schon gewartet. Weil das ist auch wieder so eine Veränderung der Sprache, wo, das hatten wir vorhin zum Anfang mal, wo altbackene Begriffe immer noch einfach oder die Sprache verändert sich sehr langsam. Und wenn ich sage, ich gehe zum Bäcker Brötchen holen, dann meine ich eigentlich, ich gehe in diesen Laden. Und da ist gar nicht mehr die Person gemeint, die hinter dem Tresen steht. Und beim Arzt genauso also genauso, ich gehe halt dann in diese Einrichtung, in diese ärztliche Einrichtung. Und das hat sich total fest eingebürgert. Das ist ein feststehender Begriff, aber gar nicht mehr verbunden mit den Personen, sondern mit der Räumlichkeit, in die ich dann betrete. Also, so empfinde ich das. Okay, jetzt haben wir hier eingeblendet eine kleine Umfrage für unsere Zuschauer. Und Genau. wir haben ja jetzt schon etwas die Debatte verfolgt eine Zeit lang. Ich will einfach mal bitten, hier abzustimmen. Das ist, glaube ich, ganz interessant, wie es jetzt unsere mittlerweile über 70 Teilnehmer sehen. Also gerne mal hier das Abstimmungstool nutzen, was hier eingeblendet ist. Oh nein, ich habe es weggeklickt. Ja, Kriegen Sie wir dürfen wieder nicht abstimmen. unten, da Das steht Panel darf nicht Umfrage. mit abstimmen. Genau. So. Danke an die Zuschauer, dass Sie so eifrig die F&A-Funktion nutzen. Nutzen Sie auch gerne unser Abstimmungstool und ich würde. Es gibt echt viele, viele Fragen. Ich versuche, die hier alle durchzugehen. Ganz werden wir wahrscheinlich nicht durchkommen, aber es sind sehr spannende, interessante Fragen. Und ich würde kurz die Umfrage und Resultate freigeben. Bitte schön. Ah. Ah. Wir sehen auch hier sehr, sehr unterschiedliche Meinungen. Lippendebatte sagen 42%, nervig 44%, wird bald alltagssprachliche Wirklichkeit 27%, wichtig für die Gleichberechtigung 13% und geht an Alltagswirklichkeit vorbei 38%. Also vielleicht so, wie es auch im normalen Leben ist. Jeder nimmt es anders wahr. Die spannende Frage ist natürlich, was sich am Ende ja etabliert. Wir werden uns irgendwo im Umgang ja irgendwo als Gesellschaft einigen müssen, wie wir miteinander umgehen. Und das ist sicher die spannende Frage im Sinne von, wie entwickelt sich eine Sprache weiter? So, jetzt würde ich mal gerne zu den Fragen zurückkehren. Jetzt eine Anmerkung oder Anmerkung und Frage, um gendergerecht zu sein und sich zu verhalten. Wäre es doch akzeptabel, wenn man ein Gespräch oder einen Vortrag mit der Aussage beginnt,
dass im Folgenden alle Geschlechter gemeint sind. Würde das reichen? Fragezeichen. Ja, ich finde das super. Also ich finde das auch bei Büchern ernsthaft super. Also wenn man sich der Debatte wohl bewusst ist und aber aus Gründen, warum auch immer, nicht gendern will und das trotzdem irgendwie klarstellen will, so, dann gibt es ja auch Bücher, die so geschrieben sind. Und ich finde das vor allem bei Lehrbüchern großartig, weil, wie gesagt, wenn man sich ein Lehrbuch vorstellt, in dem wirklich 20 Sternchen auf der Seite vorkommen, das ist wirklich anstrengend und also mir würde es wahnsinnig ablenken. Ich bin ja Gott sei Dank schon alt genug, um mein Studium hinter mir zu haben und mich da nicht mehr durchzuwühlen, aber auch in anderen Büchern jetzt. Wenn da vorne steht, ich finde sogar, das finde ich sehr charmant. Einfach so im Folgenden ist jeder einfach mitzuverstehen, also für jedes Geschlecht gleich. Das finde ich sehr, sehr charmant sogar, ja. Frau Schmallock, würde Ihnen das ausreichen? Naja, ich habe gerade an einen anderen Fall gedacht, über den ich letztens nicht gestolpert bin, aber den ich so wahrgenommen habe. Die Aktionärsversammlung von Bayer hatte in ihrem Papier, das sie dann rumgeschickt haben, vorne weggeschrieben, also die männliche Form benutzen wir jetzt, aber wir meinen alle mit. Und da habe ich gedacht, okay, also der konservative Bayer-Konzern, der hat einerseits natürlich, er behält sich die männliche Form bei, so, und pocht darauf, aber hat diese Debatte wahrgenommen und weitet dann doch ein bisschen aus und nimmt die Debatte auf. Das fand ich total interessant. Müsste da nicht auch, wenn wir an die Verfassung denken, die ja auch prägend ist, zumindest für das institutionelle Verständnis des Staates und Rechte, müsste dann auch die Verfassung aus Ihrer Sicht durchgegendert werden? Gott, Herr Herbst, bringen Sie sich nicht auf Gedanken. Also ich sage mal, als Gesetzgeber möchte ich mich nicht damit beschäftigen, weil das wäre echt Arbeit. Herbst, dann machen wir doch gleich mal ein Interview dazu und dann drücken wir das in der Tanz. Okay, das ist ein Angebot, nehme ich gerne mal. Jetzt kommt eine durchaus spannende Frage mit auch, ich glaube, Praxisauswirkungen. Wie stellt sich das eigentlich in der Schule dar? Wie sollen sich Lehrer beim Korrigieren verhalten, wenn Schülerinnen und Schüler halt unterschiedlich schreiben? Wir hatten das Thema ja schon ein bisschen im anderen Zusammenhang beim Thema Rechtschreibreform. Also was ist dann eigentlich die amtliche oder sagen wir korrekte Sprache? Wie soll ein Lehrer korrigieren, Frau Spanner? Das ist schwierig. Also wenn ich einen Aufsatz habe in der 12. Klasse, ich meine, es ist immer auch ein bisschen themaabhängig. Also ich würde jetzt da keine grundsätzliche Regel aufstellen. Das geht, glaube ich, auch gar nicht. Also Diktate sind Diktate. Da muss so geschrieben werden, wie die Lehrerin, der Lehrer das irgendwie diktiert. Und bei einem Aufsatz, dann darum geht es ja eigentlich, wo die Schüler dann selber die Form wählen können. Das würde ich auch vom Thema abhängig machen. Wenn jetzt meinetwegen jemand etwas über unsere Kanzlerinnenkandidatin Annalena Baerbock schreibt, dann sollte die Person dann doch wirklich auch, wenn sie über Annalena Baerbock spricht, die weibliche Form benutzen. Wenn sie über Habeck schreiben würde, sollte sie die männliche Form benutzen, weil so ist es einfach. Und wenn es dann irgendwie weitergeht, dann muss man eben eine andere Form finden. Also das ist jetzt so schwierig, also das so ganz glasklar zu beantworten. Das sind so viele Unwägbarkeiten da drin in der Frage. Viele Unwägbarkeiten, Frau Schneider. Befürchten Sie das Chaos an den Schulen eines Tages? Ja, ganz sicher sogar. Also vor allem auch in älteren Jahrgängen, wo so 17-Jährige schon woke genug sind, um jetzt auch wirklich das alles durchziehen zu wollen. Glaube ich, das ist wirklich schwierig. Also jetzt ganz ernsthaft, Lehrer halten sich an die Rechtschreibung und danach erziehen sie Volksschulkinder oder Grundschulkinder in Deutschland. Und die müssen sich ja daran halten. Und da sind wir wieder beim Punkt, wer entscheidet wann, wie unsere Rechtschreibung geändert wird. Also ich glaube, dass früher oder später der Stress aufkommen wird, wenn eben irgendwelche renitenten Schüler komplett durchgendern in ihrem Sinn, also wie auch immer sie es gern machen wollen, und der Lehrer sagt, schwierig, kann ich nicht korrigieren. Also das glaube ich durchaus, dass das noch problematisch wird oder schwierig auf jeden Fall. Interessant fand ich ja gerade Ihre Formulierung, wenn renitente Schüler durchgendern. Die Renitenz, die ändert sich von Generation zu Generation. Ja. Jetzt kommt eine Frage, ich glaube, ich jetzt auch gelesen im Zusammenhang, ich glaube, mit der Forderung von Friedrich Merz war es sogar, der sagte, Deutschland soll sich am französischen Beispiel orientieren und in der offiziellen Sprachnutzung bei einer Form bleiben und die gendergerechte Sprache nicht verwenden. Sollen wir uns an Frankreich orientieren oder ist Frankreich hier mal kein Beispiel? Also ich
glaube, der Herr Merz hatte da, glaube ich, was falsch verstanden. Also es wurde ja irgendwie verboten und es ging aber nur um amtliche Schreiben. Alles andere ja. ist natürlich weiter erlaubt. Und da dürfen die Leute sprechen, wie sie wollen, natürlich. Also da gab es keine Vorgaben, nicht von Macron und von sonst niemandem, außer in der Vorgabe, dass eben die amtlichen Schreiben nicht gegendert werden sollen. Ich muss mich da mal kurz, auch wenn es mir nicht ganz lieb ist, vor Friedrich Merz stellen, da wurde mir auch sehr viel untergeschoben, also dass er da irgendwie jetzt Gendern verbieten will und so, also diese Headlines, die dann immer aufpoppen, stimmt ja ebenso nicht. Also genauso, wie es Frau Schmoller gesagt, ist es nämlich, dass in Frankreich in offiziellen Dokumenten das untersagt wird. Das finde ich aber okay, also wenn sich ein Staat dafür entscheidet, das so nicht zu machen, dann ist das halt die Vorgabe. Sie können ja trotzdem eben im Privaten oder sonst wo gendern, wie sie wollen, das ist nicht die Frage. Aber ich finde schon ganz okay, ich meine, seien wir uns ehrlich, das ist die Union oder das ist die CDU, wenn die jetzt irgendwie nicht sagen, sie haben da ein Problem damit und wollen das nicht, wer sonst? Also ich fand das sogar, auch wenn sehr viele sehr abgedroschen fanden und sagen, klar, der Merz und der muss ja irgendwie so reaktionär sein, er hat jetzt keine dummen Argumente vorgebracht und dass sich da einer hinstellt und sagt, finde ich problematisch, gut, wie es Frankreich macht, finde ich für die Debatte sogar ganz gut. Also er geht eben nicht auf dieses Low-Level und schießt dann nur gegen alle Gender-Studies-Sachen und so, was ich, wie gesagt, auch nicht mache oder nicht machen möchte, sondern steigt einfach ganz anders in die Debatte ein und finde das eigentlich super. Okay, die nächste Frage bezieht sich auf die englische Sprache. Der sind wir glücklicherweise mächtig. Da gibt es keine sprachlichen Unterschiede zwischen männlicher und weiblicher Form. Ist die Gesellschaft deshalb mit dieser Sprache gerechter hinsichtlich oder ja gleichberechtigter hinsichtlich beider Geschlechter? Naja, ist sie natürlich nicht. Also aber da hat die Sprache natürlich einen Vorteil. Also Teachers sind Lehrerinnen und Lehrer oder LehrerInnen. Und Workers sind Arbeiterinnen und Arbeiter. Das ist natürlich, da hat das Englische einen großen Vorteil, also dem Deutschen gegenüber. Und dem Russischen, ich bin ja Slawistin, da ist das auch so. Also Vrach ist der Arzt und dann auch die Ärztin. Also das ist, da gibt es nur eine Form. Und da ist es in dem Fall sind beide Geschlechter und nicht noch ein drittes, also mit gemeint. Das ist natürlich auch ein Vorteil, obwohl das Russische natürlich auch in bestimmten, bei bestimmten Bezeichnungen zwischen Männern und Frauen unterscheidet. Also bei Verkäufern und Verkäuferinnen gibt es zwei verschiedene, gibt es die männliche und die weibliche Form. Es gibt aber im Russischen auch Wörter wie zum Beispiel Präsident, gab es nur als männliche Form, weil es immer nur Präsidenten gab. Also, und da sieht man mal wieder, wie praktisch die Realität, die Wirklichkeit auch die Sprache prägt. Und heute wird in Russland ganz stark darüber diskutiert, dass man nicht nur Präsident, sondern auch Präsidentka haben sollte, um also auch Frauen mitzumeinen und auch Frauen als PräsidentInnen irgendwann zu haben. Ist so ein kleiner Einwurf, solange Herr Putin in sagen, Russland ist, wird es wahrscheinlich keine Präsidentin geben. Ich würde ja sagen, das wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich nicht passieren, aber zumindest sprachlich wird darüber schon mal diskutiert. Okay, das ist ja auch schon ein Fortschritt. So, jetzt die nächste Frage. Wie werden diverse Personen sprachlich berücksichtigt, Frau Schneider? Werden die berücksichtigt schon oder nicht? Guter Punkt. Na, aber das Sternchen ist ja so eine Möglichkeit, ne? Also, aber den Punkt habe ich übrigens vorher gemeint, wir haben kurz schon darüber gesprochen, dass das Problem, das sich eben auftut, wenn man jetzt Frauen mitmeint und wie Frau Schmoller gesagt, mit ihrem Doppelpunkt nehme ich auch wirklich alle, ist, es gibt ja nicht nur jetzt geschlechtliche Minderheiten. Wie gesagt, wir sitzen im 21. Jahrhundert, wir haben gerade Antirassismusdebatten noch und nöcher, wo es ja ernsthaft auch schon so absurde Diskussionen gibt, wie rassistisch auch unsere Sprache ist, also jetzt einzelne Wörter, ich meine, wir kennen das, also Straßennamen etc., wo man dann so überlegen muss, fangen wir dann eben ernsthaft jetzt in 2 Jahren an nachzudenken, muss man die auch repräsentieren? Und das ist ja der Punkt, der Glaube, dass man durch Sprache Gerechtigkeit herstellen kann, ich finde den echt problematisch. Also das ist keine Aufgabe, die die Sprache per se hat. Und deswegen würde ich da einfach damit gar nicht anfangen. Frau Schmoller, wer entscheidet, wer integriert es in die Sprache und wer nicht? Ja, das machen die Menschen, das machen wir. Also wir machen das. Also ich habe jetzt mich dafür entschieden, BürgerInnen zu sagen. Und damit meine ich alle mit. Das ist meine private Entscheidung und natürlich ist sie auch politisch geprägt, ist ja klar. Und so geht es anderen Menschen auch. Und wenn eben jemand der Meinung ist, er müsste, so wie Frau Schneider, weiter im generischen Maskulin sprechen, dann ist das ihre Entscheidung.
Ich will aber gern noch anfügen, dass ich schon auch finde, dass wenn wir im generischen Maskulinum bleiben würden, dann würden wir eben die Hälfte der Bevölkerung ausschließen, sprachlich. Weil eben der Arzt ist und der Bauarbeiter ist der Bauer. Ich weiß, Sie sehen das anders, aber, aber ich würde sagen, dann ist eben dann ist die Ärztin eben nicht mitgemeint und die Bauarbeiterin eben auch nicht. Ja, eben. Also ich sehe es halt eben wirklich ganz anders. Ich sage, nein, doch, die sind mitgemeint, weil das ist Genus- und Sexus-Unterschied und ich finde das, ja. Ja, das ist dieses Genus-Sexus, das ist übrigens auch noch total interessant. Also klar, ist Genus nicht gleich Sexus, ja, aber gehen wir mal wieder ein bisschen zurück in die Geschichte und auch in die Sprachgeschichte. In einer Zeit, als zwischen Genus und Sexus gar nicht so unterschieden worden ist oder als es gar keine Sprachdebatten gab, sind aber irgendwann mal der Braut und die Bräutigam, die Braut und der Bräutigam entstanden und auch der Witwer und die Witwe. Und also da ist ja dann schon auch, gibt es ja eine Verschmelzung zwischen Genus und Sexus, zumindest sprachlich. Ja, und ich weiß schon, was Sie meinen, nämlich auch, wenn Sie sagen, man denkt in erster Linie, man hört Sportler an einen Sportler. Aber eben, ich meine, man kann ja schon sagen, dass wir das viel zitierte Patriarchat bald überwunden haben werden. Also jetzt ganz im Ernst, Frauen können mehr, als sie jemals konnten. Und ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wenn man in 20 Jahren einem Mädel sagt, denk an einen Sportler, dass sie genauso gut an eine Sportlerin denken würde. Also ich glaube, das entwickelt sich und dass man das gar nicht so hart jetzt beeinflussen muss. Also ich verstehe, wenn Sie sagen, man hat das im Kopf, habe ich auch tatsächlich. Aber wenn ich mir es bewusst mache und darüber nachdenke, das wäre eben die Aktion, die ich mir wünschen würde, dass man sich eher denkt, aber es ist nicht mehr so. Ein Mädchen kann machen, was es will, ob jetzt der Astronaut ein Mann ist oder der Bäcker oder nicht, sondern dass sie einfach da gar nicht mehr so hart drüber nachdenkt. Und ich glaube, dass dadurch, dass der Fokus so hart darauf liegt, das in die Sprache reinzupressen, tut der Sache einfach nichts Gutes. Weil es, ja, wie gesagt, das einfach nur sexualisiert alles, was gar nicht sein müsste. Unsere Nachfrage an Frau Schmoller reflektiert die ja, praktische Erfahrung nicht viel mehr, sagen wir, das Bewusstsein als die sprachliche Ausdrucksweise, wenn wir über die Lehrer sprechen. Bei Lehrern haben wir, glaube ich, alle vor Augen, das sind nicht 100% männliche Lehrer, sondern in der Regel ist es sogar der überwiegende Anteil sind Lehrerinnen. Ist das nicht einfach eine Frage, dass eine gesellschaftliche Entwicklung dann auch zu einer Bewusstseinsänderung führt, wenn halt zum Beispiel an einer Schule 80% Lehrerinnen sind und nur 20% Lehrer und trotzdem sind das alles Lehrer? Naja, also die Lehrerinnen, die ich kenne, die bezeichnen sich mittlerweile als Lehrerin. Das war in dem Land, aus dem wir kommen, Herr Herbst, anders. Da waren natürlich auch die Mehrzahl der Lehrer, also der Lehrer waren Frauen, aber sie wurden immer Lehrer genannt, weil da natürlich auch in der DDR mit dem generischen Maskulinum ganz selbstverständlich gesprochen wurde. Das hat niemand hinterfragt. Und das hat sich natürlich in den letzten 30 Jahren gewandelt. Und Lehrerinnen, die möchten auch als Lehrerinnen bezeichnet werden und nicht als Lehrer. Also ich kenne keine Lehrerin, die sagt heute, ich bin Lehrer. Kenne ich nicht. Aber müssen wir ein umgedrehtes Beispiel? Das kann natürlich sein, ja. Dass in meinem Umfeld, was ja jetzt vielleicht auch nicht repräsentativ ist für die Bevölkerung, das gebe ich zu. Aber ich wage trotzdem zu behaupten, dass Lehrerinnen sagen, sie sind Lehrerinnen und nicht Lehrer. Müssten wir uns ein umgedrehtes Beispiel, Frau Schmollack, auch vom Wort Krankenschwester verabschieden, weil wir dann ja die Krankenpfleger ausschließen würden? Naja, das gibt es ja nach wie vor. Es gibt ja auch auf der anderen Seite die Krankenpfleger. Da sind ja, also gibt es für diese beiden, also für die eine Berufsbezeichnung jeweils die geschlechtsspezifische Bezeichnung. Jetzt könnte man sich natürlich sowas ausdenken wieder wie Krankenpflegepersonal oder irgendwie sowas. Ist aber Quatsch, weil es gibt ja Krankenpfleger und Krankenschwester. Krankenbruder gibt es nicht. Darüber wurde mal diskutiert. Das hat sich nicht durchgesetzt, weil das albern war. Ja? Und Krankenpfleger, finde ich, passt irgendwie. Es ist ein korrekter Ausdruck. Okay, jetzt eine spezielle Frage an Sie, Frau Schmollack. Sie sagen selbst, dass das Gendern überhaupt nicht schön klingt. Warum verteidigen Sie es dann? Nee, das habe ich nicht gesagt. Ich habe immer gesagt, wenn wir über LeserInnen sprechen, das ist charmant, das klingt gut. Also ich hatte zum Anfang, als ich es gehört habe vor ein paar Jahren, da bin ich auch drüber gestolpert, da fand ich es, ja, da habe ich ein bisschen mit gefremdet, aber ich habe mich ganz schön daran gewöhnt und ich finde das, wie gesagt, charmant klingt gut und es spricht sich leicht und alles ist mitgemeint. Also nicht alle sind mitgemeint. Okay.
Nächste Frage. In der Bundeswehr wurde vor einigen Jahren eingeführt, dass immer von Soldatinnen und Soldaten gesprochen wird. Das hat meine ehemaligen Kameraden oft irritiert. Sie wurden nie gefragt, ob sie überhaupt so angesprochen werden wollen. Und sie werden quasi gezwungen, beim Schriftverkehr selbst diese Form zu wählen. Wie sehen Sie diesen erzwungene Anwendung der Sprache? Fangen wir mit Frau Schneider an. Ja, das, ich wiederhole mich jetzt, glaube ich, ständig, aber die Diskussion ist, also ich glaube, wir hatten vor einem halben Jahr ist es ja auch wieder hochgepoppt, ob man die Titel auch durchgendern soll in der Bundeswehr. Hauptmann, Leutnant. Und dann war dann diese coole Frau, ich weiß den Titel nicht, aber ich war nie beim Bundeswehr, deswegen kenne ich mich nicht aus. Aber auf jeden Fall hat die sie auch in die erste Reihe gestellt und hat gesagt, sie versteht das nicht und sie möchte das nicht und eben, sie wurden nicht gefragt. Und das meine ich mit dem, das hat so ein bisschen einen obrigkeitlichen Touch immer, wenn wieder alle schwadronieren, wie schön es ist, alle mitgemeint zu haben und die wollen aber so gar nicht bezeichnet werden. Und das finde ich echt ein Problem, also das jemandem so aufs Auge zu drücken, und da kann ich mich nur wiederholen, das ist dasselbe wie an Unis oder an Schulen oder ganz generell, das finde ich ganz problematisch, wenn es so diktiert wird. Ja, Frau Schmalack, oder nicht? Ja, ich meine, wenn eine Frau bei der Bundeswehr gerne Hauptmann sein möchte oder Hauptfeldwebel, soll sie das sein? Also das ist super. Also ja, also wenn sie sich gerne so bezeichnet, bitteschön. Ich würde das nicht machen. Oh, gut, ich würde auch nicht zur Bundeswehr gehen, aber ich meine, bei so anderen Berufsgruppen wie Finanzkaufmann gab es ja früher nur. Mittlerweile ist es total normal, dass wir eine Finanzkauffrau haben. Da kräht kein Hahn mehr nach. Das ist total normal. Und vielleicht wird es auch in der Bundeswehr mal anders. Ich wage auch zu behaupten, dass es Frauen in der Bundeswehr gibt, die nicht Hauptmann sein wollen, also nicht so genannt werden wollen. Die Funktion wollen sie oder die Stellung wollen sie bestimmt haben, aber vielleicht gibt es ja irgendwann mal eine andere Bezeichnung dafür. Wir werden sehen. Also wie gesagt, Sprache ist ein offenes System. Es verändert sich langsam, das System, aber es verändert sich. Und vielleicht sprechen wir in 20 Jahren nochmal darüber und gucken, was daraus geworden ist. Das war ein sehr schönes Stichwort. Sprache ist ein offenes System und wir werden sehen. Genauso machen wir das. Jetzt ist eine Stunde schon rum. Das war eine äußerst kurzweilige Diskussion. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei den Zuschauerinnen und Zuschauern, die hier wirklich sich mit ganz, ganz vielen Fragen beteiligt haben, bei meinen beiden virtuellen Podiumsgästen, die pointiert ihre Position hier vorgetragen haben. Ich glaube, wir können sagen, we agree to disagree, würden die Engländer sagen. Wir sind uns einig, dass wir unterschiedlicher Meinung sind, aber auch das ist gut. Wir haben hier kultiviert, debattiert. Das ist leider heutzutage auch nicht mehr die Norm in Deutschland. Und ich freue mich, dass Sie alle diese Diskussion verfolgt haben, sich beteiligt haben. Ganz herzliches Dankeschön. Allen noch einen wunderschönen Abend und auch in diesen Zeiten bleiben Sie fit, bleiben Sie gesund. Und ich würde jetzt wieder an die Friedrich-Naumann-Stiftung übergeben. Genau. Thorsten Dürr, es ist jetzt für uns nur noch im Namen der Naumann-Stiftung, aber auch der Wilhelm-Kühls-Stiftung, uns bei dir für die Moderation zu bedanken und nochmals Dank an alle, dass Sie so mitgemacht haben, dass Sie sich eingebracht haben und dass Sie in der Debatte stehen. Haben Sie einen wunderschönen Abend. Machen Sie es gut. Auf Wiedersehen. Tschüss.